Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Gothic, die Welt der Verurteilten. So. Probieren wir unser Glück. Ein weiteres Mal. Wir haben jetzt ein bisschen mehr Lebensenergie, aber ich fürchte, dadurch, dass der Reislord so Haftelmacher-mäßig aufpasst, wird das, glaube ich, nichts. Du kannst dein Wasser. Ach, ich glaube. Weg mit der Waffe, weg da! Ja, ein bisschen mehr Leben habe ich, aber das merkt man gar nicht so richtig. Schade, das muss ja aber irgendwie möglich sein. Ich würde ihn schon gern aufs Maul hauen. Ich habe halt die Hoffnung, wenn er am Boden liegt, dass uns der Reislord dann in Ruhe lässt. Ich will es einfach mal probieren. Du kannst dein Wasser ab jetzt selbst bringen. Das muss doch. Ich glaube. Das muss doch gehen. Langsam, langsam, du hast gewonnen. Ein Kampf vergreift sich ungestraft an meinen Jungs. Na, das geht nicht. Der hilft sofort mit. Okay, das muss ich irgendwie. Das muss ich irgendwie so machen, dass der Trottel das nicht mitkriegt. Ich dachte, das wäre schon der. Da muss ich halt wirklich. Wirklich weglaufen oder so. So. Du kannst. Ach, ich. So. Schnell mal die Waffe ziehen. Ein Stück rauflaufen. Und hier mein Glück probieren. Na, geht auch nicht wirklich gut. Besser ist es. Es ist halt wirklich Glück, ne? Es hat echt eine Riesenportion Glück. Ach, ich glaube. Das ist halt echt eine riesen Portion Glück. Na los! Ich hätte vielleicht auch müssen noch vorher. Ich hätte vielleicht noch vorher müssen ins alte Lager zurücklaufen. Und noch lernen, wie man besser mit der Waffe umgeht. Oder vielleicht kann ich das auch hier lernen. Ich schau mal kurz, ne? Vielleicht kann ich wenigstens ein, zwei Punkte investieren. Warte, ich schau mal kurz. Wir haben jetzt noch drei Lernpunkte übrig. Wenn ich die jetzt in Einhänder investieren würde, müsste nochmal schon geholfen sein. Hast du vor, durch dieses Tor zu gehen? Willst du mich aufhalten? Nein, aber du solltest wissen, was dich erwartet. Es läuft hier nicht so wie im alten Lager und erst recht nicht so wie bei den Sektenspinnern. Und wie läuft es hier? Es gibt hier keine Gardisten oder Templer, die auf dich aufpassen. Jeder ist sich selbst der Nächste. Und die Einzigen, die zusammenhalten, sind wir Söldner. Was macht ihr Söldner? Was machen die Söldner? Wir. Wir sind die Söldner der Wassermagier. Unser Ziel ist es, hier auszubrechen. Wir arbeiten hart dafür. Und wir wollen uns hier keinen Lenz machen wie die Lumpen aus dem alten Lager, die sich nur auf den Schultern der Buddler ausruhen. Und wir alle folgen Lee. Er ist ein großer Mann. Nur er hält dieses verdammte Lager zusammen. Okay. Was machen die Magier? Was machen die Magier? Sie erforschen die magischen Eigenschaften des Erzes, das unsere Schürfer aus der Mine holen. Soweit ich das verstanden habe, wollen sie den ganzen verdammten Erzhaufen in die Luft jagen, um die Barriere wegzusprengen. Klingt gefährlich. Sie sagen, wir sollen uns keine Sorgen machen. Mhm. Ihr habt einen riesigen Haufen Erz hier. Ihr habt einen riesigen Haufen Erz hier? Kann man wohl sagen. Wenn wir den mit der Außenwelt tauschen würden, würde uns der König seine Frau dafür verkaufen. Aber wir werden einen Dreck tun, dem alten Sack das Erz zu geben. Wir wollen hier raus. Gutes Gelingen. Wo ist der Erzhaufen? Wo ist der Erzhaufen? Willst du mal richtig viel Erz sehen, was? Aha. In der Mitte der Höhle ist ein Loch. Da kippen sie alles rein. Aber rankommst du da nicht, das kann ich dir gleich sagen. Die Magier und unsere Leute bewachen das Erz Tag und Nacht. Ich war nur neugierig. Was ist mit dem Rest der Leute? Was ist mit dem Rest der Leute? Alles Banditen. Sie kümmern sich keinen Deut um das Lager. Ich würde sie nicht mal das Vortor bewachen lassen. Wahrscheinlich wäre es sinnvoller, dort ein paar Bauern hinzustellen.
Sehr nett. Wie ist die Lage zurzeit? Die Schürfer sammeln noch. Wenn sie genug Erz haben, jagen wir den Haufen in die Luft. Na dann. Ciao, ciao. Pass auf deinen Rücken auf. Ich versuch's mal. Servus. Der ist wenigstens nett. Jo. Wen haben wir hier? Hallo, Homer. Hey, hältst du nach irgendwas Ausschau? Ich suche undichte Stellen im Damm. Ich habe den Verdacht, dass ein Lurker am Fundament des Damms nagt. Das Vieh wetzt seine Zähne und Krallen an den Steinen und Holzbalken unter Wasser. Auf diese Weise ist bald der gesamte Damm untergraben. Kann ich dir helfen? Klar. Halt das Vieh davon ab, weiter an meinem Damm rumzunagen. Naja, das wird, glaube ich, aber noch nichts. Wo finde ich das Viech? Wo finde ich das Biest? Ich würde auf der anderen Seite des Sees suchen. Keiner von den Leuten hier geht dahin. Wahrscheinlich hat es da seine Höhle. Okay. Hast du den Damm gebaut? Ja. Als wir damals das neue Lager gegründet haben, habe ich den Damm errichtet. Natürlich haben alle mitgeholfen, aber ich war der Baumeister. Super. Sehr schön. Gute Arbeit. Der hält auch noch die nächsten Jahre, wie wir wissen. Okay. Schauen wir halt mal in die Taverne, ne? Schauen wir uns hier kurz um. Vielleicht haben wir irgendwie mal Glück. Wo willst du denn hin? Na, da rein. Vergiss es. Silas will in seiner Kneipe nur Schürfer und Banditen sehen. Ich bin Schürfer und ich habe Durst. Was hältst du mit etwas Erz als Eintrittsgeld? Nein, ich bin Schürfer und ich habe Durst. Siehst nicht aus wie ein Schürfer, so kommst du hier nicht rein, Junge. Ich glaube kaum, dass ich daran was. Ich bin Schürfer und ich habe Durst. Nein. Aber behalt's für dich. Wahrscheinlich, weil wir eine Butlerhose anhaben. Kann ich mir vorstellen. Dass er das erkennt und dass er weiß, wir sind da Butler vom alten Lager, ne? Naja, dann schauen wir uns halt hier noch ein bisschen um. Ist ja wurscht. Wen haben wir denn da? Guten Tag. Bal Kagan. Du bist aus dem Lager der Sekte, richtig? Wir nennen es die Bruderschaft. Ich bin Bal Kagan. Der Schläfer sei mit dir. Danke. Gleichfalls. Was machst du hier? Ursprünglich bin ich hierhin entsandt worden, um für unsere Gemeinschaft zu werben. Aber diese Barbaren wollen nichts wissen von geistiger Erleuchtung. So beschränke ich mich auf den Verkauf von Sumpfkraut. Dies wiederum wird hier sehr gerne gesehen. Zu gerne. Ich kann allein kaum alle meine Kunden beliefern. Ja, vielleicht können wir dir ja helfen. Warum schicken sie nicht einen weiteren Mann? Baal Isidro sollte mich unterstützen, aber er sitzt den ganzen Tag in der Kneipe auf dem See und tauscht sein Kraut gegen Reisschnaps ein. Ach, super. Er ist dem Schnaps verfallen. Ich fürchte, von ihm ist keine Hilfe zu erwarten. Könnte ich dir helfen vielleicht? Ich könnte dir helfen, dein Kraut unter die Leute zu bringen. Eine so große Menge Kraut kann ich dir nur anvertrauen, wenn du ein Mitglied der Bruderschaft bist. Aber du könntest mir helfen, Geschenke zu verteilen. Es sind noch nicht alle hier auf den Geschmack gekommen. Wenn sie erst einmal unser Kraut gekostet haben, werden sie mehr verlangen. Und ich kann mehr verkaufen. Ich denke, du schaffst es jetzt schon kaum, deine Aufgabe zu erfüllen. Für Bal Isidro wird bald gesorgt. Ich habe schon eine Nachricht an Cor Kalom geschickt. Okay. Wenn ich das Kraut für dich verteile, was ist für mich drin? Ich kann dich auf viele Arten entlohnen. Du kannst von mir magische Spruchrollen erhalten, die mit mächtiger Magie des Schläfers belegt sind. Ich kann dir aber auch helfen, leichter in unsere Gemeinschaft aufgenommen zu werden, wenn du das wünschst. Ich habe sehr gute Kontakte zu Cor Kalom und Bal Thyon. Beide stehen Iberion, unserem Meister, sehr nahe. Ich kann dich aber auch mit schnödem Erz bezahlen, wenn das dein Wunsch ist. 100 Brocken sollten für deine Mühe genügen. Okay, gib her das Kraut. An wen soll ich es verteilen? Du findest sicher leicht Abnehmer.
Rede mit den Leuten. Aber gib jedem nur einen Stängel. Noch was. Wenn du dir das Kraut abnehmen lässt oder es selber rauchst, gilt unsere Abmachung nicht mehr. Sicher. Ist klar. Ich habe das Kraut verteilt. Na, noch nicht. Neben dir steht schon mal ein Bandit, der wird das eher nicht wollen. Hier ist auch noch ein Bandit. Ich glaube, da muss man Leute finden, die auch einen Namen haben. Wie? Dich, Sharky. Hey du. Wie sieht's aus? Hey, wie sieht's aus? Willst du was kaufen? Ich könnte ein paar Sachen gebrauchen. Ich könnte ein paar Sachen gebrauchen. Okay, was hat er hier? Fackel, Dietrich, Erz, Heiltrank, Reis, Schnaps, Reis, ein paar Waffen. Gute Waffen? Nein. Danke. Nein. Brauche ich dann doch nichts. Burschen, dürfte ich bitte rein? Was bewacht ihr hier? Was bewacht ihr hier? Wir passen auf, dass keiner von Lys oder Gomez Leuten Laris zu nahe kommt. Aha. Darf ich hier mal durch? Ich hätte was. Wie geht's hier? Wo geht's hier denn hin? Wo geht's hier denn hin? Zu Laris. Ich will zu Laris. Ich will zu Laris. Kann mir kaum vorstellen, dass er mit dir redet. Das kannst du getrost mir überlassen. Ich werde dich nicht aufhalten. Okay, also bitte nicht verhauen. Wo willst du denn hin? Kann ich zu Laris? Kann ich zu Laris. Klär das mit Roscoe. Roscoe? Okay. Ein Roscoe muss gefunden werden. Ja, mal schauen, wo der Kerl ist. Ich muss jetzt sowieso mal die Runde machen. Hey du. Soll ich ihm einfach so fragen wegen dem Kraut? Tatsächlich. Sieht aus, als wenn du das Sumpfkraut haben wolltest. Du siehst aus, als wenn du etwas Sumpfkraut haben wolltest. Hast du was? Ich nehme einen Stängel für 10 Erz. Kannst jederzeit wiederkommen, Bruder. Danke. Was muss ich tun, um aufgenommen zu werden? Wo finde ich... Na. Okay, dann muss ich das wirklich so verteilen. Ich dachte, ich muss Leute finden, die einen Namen haben. Aber es reicht scheinbar so. Bitte. Du siehst aus, als wenn du etwas Sumpfkraut haben wolltest. Hast du was? Ich nehme einen Stängel für 10 Erz. Kannst jederzeit wiederkommen, Bruder. Ja. Ciao. Dann, hier haben wir zwei. Bitteschön. Du siehst aus, als wenn du etwas Sumpf... Das werden wir überspringen. Ja, ciao. Auch für dich. Hier, bitteschön. Klar, wenn du mal wieder... Das waren jetzt 4. Okay, geht so, ganz gut. 4 Leute haben wir da. Hi, Buster. Du siehst ganz schön ungelenkig aus. Ich könnte dir helfen. Ach so, und wie? Und wie? Ich kann dir die hohe Kunst der Körperbeherrschung zeigen. Akrobatik. Oh. Ich habe zu wenig Erfahrungspunkte. Beim nächsten Mal dann, okay? Ich brauche noch ein bisschen, aber später dann. Auf jeden Fall. Hey du. Das waren jetzt 4 Leute. Dann haben wir hier 5. Hast du was? Ich überspringe das natürlich. Jawohl. Hier haben wir auch einen. So. Ich hab zack, zack, zack. Es müssen jetzt 6er gewesen sein. Dann gucken wir mal da hinten. Steht hier noch jemand? Nein. Dann wäre es gut. Wow. Hier runter wollte ich sagen. Wie komme ich denn da am besten? Ich hoffe, dass ich mich jetzt nicht wehtue. Wow. Glück gehabt. Und hier noch langsam. Von Häusern zu springen ist ziemlich schmerzhaft, glaube ich. Ist hier besser? Ich glaube, hier ist besser. Wow. Okay, ja. Hui. Gut. Hallo, Wolf. Hey, du. Na? Wie geht es Ihnen? Wer bist du? Wer bist du? Ich bin Wolf, der Rüstungsbauer. Ja. Wo kann ich denn hier einen Bogen bekommen? Wo kann ich denn hier einen Bogen bekommen? Da bist du bei mir genau richtig. Oh. Für gutes Erz bekommst du gute Ware. Okay. Handelst du mit noch was anderem? Handelst du noch mit was anderem? Ich kaufe Felle und Häute von den Jägern. Wenn du an sowas rankommst, kaufe ich dir die Sachen ab. Okay. Wie komme ich an Felle und Häute? Wie komme ich an Felle und Häute?
Wenn du dem Pfad zum alten Lager folgst, kommst du an einer alten Hütte vorbei. Die gehört Aiden. Ja genau, den kennen wir schon. Er ist aber nicht immer da. Soweit ich weiß, treibt er sich oft weit im Osten der Kolonie herum. Er kann dir beibringen, wie du dir das Fell abziehst. Genau. Drax und Red Fox müssten auch irgendwo in der Kolonie herumtreiben. Drax ist ein erfahrener Jäger und kann dir sicher was beibringen. Gestart habe ich beim letzten Mal auf dem Weg zur freien Mine gesehen. Er hat dort irgendwo eine Lagerhütte. Ach ja, und soweit ich weiß, haben die Räuber in den Bergen auch noch einige Jäger. Ich habe es allerdings nur gehört, keine Ahnung, wo die sind. Mhm. Ich suche eine gute Rüstung. Ich suche eine bessere Rüstung. Ich kann dir keine verkaufen. Oh. Laris reißt mir den Kopf ab, wenn ich unsere Rüstungen an Fremde verkaufe. Okay. Dann, ich möchte den richtigen Umgang mit dem Bogen lernen. Ich möchte den richtigen Umgang mit dem Bogen lernen. Ja. Kann ich dir beibringen. Das ist aber keine Gefälligkeit, denn auch ich muss essen. Wie viel? Alles, was ich dir beibringe, kostet dich 50 Erz. Ich feilsche nicht. Nein, danke. Ich habe ein paar Fälle für dich. Ein Gegenstand, 10 Erz. Wolfsfell, das kann ich gut gebrauchen. Ich habe es jetzt einfach mal versucht. Hast ordentlich Beute gemacht. Wenn du mehr hast, dann weißt du ja, wo du an wen du dich wenden kannst. Schade, ich hatte gehofft, da gibt es halt ein bisschen mehr, aber nee. Ciao. Dann haben wir hier zwei Banditen. Guten Tag. Bitteschön. Du siehst aus, als wenn du etwas Sumpfkraut haben wolltest. Hast du ganz hier? Ja, gib her. Bitte gern. Und du, dasselbe in grün. Du siehst aus, als wenn du... Hast du was? Ja, das werden wir auch überspringen. Genau, das haben wir 8 normalerweise. Dann schauen wir uns hier noch weiter um. Dann haben wir hier noch einen Bandit. Hey du. Tag. Möchten Sie etwas Sumpfkraut? Ich habe ein bisschen Sumpfkraut dabei. Klar, hier sind 10 R. Wenn du mal wieder was hast, komm vorbei. Jawohl, ciao. Und hier ebenfalls... Hey, da steht sogar extra für uns auf. Bitteschön. Ich gebe dir, wenn du mal wieder. Ja. Ciao. Dann wäre gut einmal speichern. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. So. So. Dack, dack. Dack, dack. So, wer sind Sie? Butch. Guten Tag. Hi, wer bist du? Hi, wer bist du? Was geht dich an Dreck an? Deine Fresse gefällt mir nicht. Entschuldigung. Ich kann nichts machen. Da musst du dich bitte an meine Eltern wenden. Die wollten das so haben. Ja. Hey, du. Ja, ist so. Psst. Hey, du. Wer? Ja. Ich? Genau du. Komm mal her. Ja, was ist denn? Bin schon da. Hey, du. Was willst du von mir? Was willst du von mir? Du bist noch nicht lange hier, was? Sowas sehe ich direkt. Es gibt eine Menge Sachen, die du hier wissen musst. Einige davon kann ich dir beibringen. Außerdem musst du hier aufpassen, mit wem du redest. Butch, ja? Zum Beispiel. Der Typ da drüben am Lagerfeuer. Vor dem musst du dich in Acht nehmen. Was ist mit dem Kerl? Was ist mit Butch? Er hat die fiese Angewohnheit, Neuen zur Begrüßung das Fell über die Ohren zu ziehen. Also geh ihm am besten aus dem Weg. Vielleicht sollte ich mich um Butch kümmern. Was, du? Sag hinterher nicht, dass ich dich nicht gewarnt hätte. Was kannst du mir beibringen? Was kannst du mir beibringen? Kommt drauf an. Was willst du wissen? Alles. Am besten. Aber ich habe zu wenig Lernpunkte, also nix. Ciao, ciao. Ich schaue nur kurz. Sumpfkraut? Ich habe ein bisschen Sumpfkraut dabei. Willst du was? Wo? Ich sehe kein Kraut. Oh, hoppala. Dann sind wir schon fertig. So, dann hätten wir hier schon mal alle, ne? Aber diesen Typen, der uns beim Einlass helfen soll, habe ich noch nicht gefunden. Hallo, Ball, bla bla bla.
Baal Kagan. Ich bin fertig. Ich habe das Kraut verteilt. Die ersten neuen Kunden waren schon bei mir. Du hast gute Arbeit geleistet. Danke. Wie soll deine Belohnung aussehen? Ich würde sagen, einschleimen. Hilf mir, in der Bruderschaft aufgenommen zu werden. Ja. Deine Bitte ist bescheiden. Ich werde dir helfen. Hör gut zu. Baal Thyon ist einer der niederen Gurus. So wie ich. Aha. Iberion hat ihn zu einem seiner Berater gemacht. Das ist ihm nicht bekommen. Er hält sich jetzt für so wichtig, dass er mit niemandem außer seinen Schülern mehr redet. Wenn du ihm das hier gibst, wird sich seine Zunge lösen. Okay, danke. Na dann, ciao, ciao. Dann versuchen wir mal, den einen Kerl zu finden, ne? Der uns hilft, bei Lares hier reinzukommen. Kronos, ein Wassermagier. Wie geht es Ihnen? Ich grüße dich, Magier. Ich grüße dich, Magier. Der Segen Adanos sei mit dir. Ich kann dir helfen, deine geistige Kraft zu stärken oder dir ein paar nützliche Dinge anbieten. Ja. Allerdings werde ich erst mit dir handeln, wenn du dem Kreis des Wassers angehörst. Wir verkaufen unsere Runen nicht an Lager. Was kann ich für dich tun? Ich habe den Brief für den obersten Feuermagier. Ich wollte die Barriere zerstören. Wie genau wollt ihr das machen? Ja. Ihr wollt die Barriere zerstören? Wie genau soll das gehen? Wir brauchen eine große Menge magisches Erz. In einem großen magischen Ritual werden wir die gesamte magische Energie freilassen und somit die Barriere sprengen. Natürlich zieht eine solch große Menge Erz allerlei Lumpen und Banditen an. Also brauchen wir jeden Mann, der bereit ist, unseren Plan zu verteidigen. Mhm. Bevor ich hier weiterrede, speichere ich nochmal kurz. Und wenn ich dem jetzt sage, dass ich einen Brief für die Feuermagier habe, dann nimmt er uns das Garn noch ab. Weil bei der Mod hier weiß ich nicht so recht. Das ist für mich wie Neuland schon fast. Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. Wir sind die Magier vom Kreis des Wassers. Die Magier vom Kreis des Feuers findest du im alten Lager. Aber ich komme nicht in die Burg. Kannst du mir helfen? Nun, gelegentlich senden wir Boten zu unseren Brüdern ins alte Lager. Aber wir vertrauen diese Nachrichten nur Lares-Leuten an. Seit vielen Jahren sorgt er schon dafür, dass unsere Nachrichten sicher ankommen. Okay, ich will bei euch mitmachen. Das bin ich mir nicht sicher. Ich benötige mehr magische Kraft. Ich kann dir helfen, deine Kraft zu steigern. Setze sie mit Bedacht ein. Mana plus. Ja, ist noch zu früh. Später. Ich will bei euch mitmachen. Ich will bei euch mitmachen. Wenn du dich uns anschließen willst, solltest du zu Lee oder Lares gehen. Ja, ich komme da aber nicht rein, weil da ist so ein... Da soll es so einen Typen geben, mit dem muss, also da muss ich mich vorher anmelden, sozusagen. Guten Tag, die Herren. Ist dieser besagte Mann vielleicht hier? Hey, ein neues Gesicht. Wer bist du? Ich bin Gorm, Söldner der Magier. Oh, cool. Deine Rüstung ist doch schon sehr spärlich. Wo ist denn deine Söldnerrüstung hin, mein Freund? Was machst du als Söldner der Magier? Kannst du hier irgendwie... Kann ich irgendwo pennen? Was muss ich tun, um im neuen Lager aufgenommen zu werden? Was machst du als Söldner? Was machst du als Söldner der Magier? Lee hat mit den Magiern eine Abmachung getroffen. Er heuert die besten Kämpfer an, die in der Kolonie zu finden sind. Also uns. Wir sorgen dafür, dass die Schürfer ungestört Erz abbauen können und halten den Magiern den Rücken frei. Die Magier kümmern sich darum, dass wir hier rauskommen. Und einen kleinen Teil des Erzes bekommen wir als Sold. Kann ich hier irgendwo pennen? Kann ich hier irgendwo pennen, ohne dass ich vorher jemanden aus einer Hütte prügeln muss? Ich fürchte nicht. Aber wenn du das wirklich vorhast, geh zu Shrite. Er hat sich die Hütte ganz vorne am Höhleneingang geschnappt. Sie stand leer. Aber eigentlich gehörte sie uns. Uns? Den Söldnern eben. Söldner und Banditen leben hier getrennt. Und normalerweise hat keiner aus Lares Bande was auf dieser Seite des großen Loches zu suchen. Mhm. Im Grunde ist es völlig egal. Aber er hat niemanden gefragt. Und man kann den Banditen nicht alles durchgehen lassen, sonst werden sie aufmüpfig.
Okay, was muss ich tun, um im neuen Lager aufgenommen zu werden? Was muss ich tun, um im neuen Lager aufgenommen zu werden? Bevor dich Lee aufnimmt, musst du lernen, besser zu kämpfen. Egal mit welcher Waffe, aber du musst gut sein. Außerdem musst du viel Erfahrung haben mit dem Leben hier und allem. Wenn du keine Lust hast, in die anderen Lager zu gehen, solltest du dich den Banditen anschließen, bevor du als Söldner anfängst. Okay. Bis später. Servus. Es ist so befremdlich. Er hat seine Söldnerrüstung nicht, ne? So wie er da drüben sie trägt. Okay. Und ich habe das vergessen? Nee, oder? Der hat schon immer seine OP-Rüstung gehabt, ne? Die große, schwere. Da. Ja, dann schauen wir noch hier rauf. Ich suche einen bestimmten Typen. Ja, geh nur. Hallo, Blade. Du bist zwar nicht der, den ich suche, aber servus. Wer bist denn du? Kann schon sein. Mich nennen hier alle Blade. Ich bin derjenige, der sich darum kümmert, dass die Waffen von unseren Jungs scharf bleiben. Vor meiner Zeit in der Kolonie war ich Waffenschmied bei der Armee. Deswegen bin ich der Richtige für den Job. Gut. Kann ich was von dir lernen? Ja. Wenn du dich unserem Lager angeschlossen hast, schon. Als Bandit kann ich dir die Grundlagen beibringen. Wenn du einen von uns wärst, würde ich dir mehr zeigen. Ach so, die Grundlagen nur. Und verkaufen? Mal schauen, was er hat für uns. War nicht besonders schlau. Ich kann dir Dinge verkaufen, die du zum Schmieden brauchen kannst. Okay, also diese Rohlinge und so weiter, ne? Und Schmiedehammer. Gut. Danke. Kann ich da mal vorbei? Entschuldigung, bitte gehen Sie. Torloff, den kennen wir auch recht gut. Na, Brummbär. Wer bist du? Wer bist du? Ich bin Torloff. Hab als Maat auf einem der königlichen Kriegsschiffe bei einer Meuterei mitgemacht. Kam nicht so gut an. Der größte Teil der Mannschaft war auf der Seite des Kapitäns. Seitdem bin ich hier. So sollte eine Meuterei halt nicht funktionieren, ne? Ah, naja, ich will bei euch mitmachen. Bevor du nicht einiges auf dem Kasten hast, wird Lee dich nicht nehmen, das sage ich dir gleich. Ja, ist klar. Und bis du besser bist, solltest du dich mit Laris und seinen Jungs gutstellen. Wenn du einen Tipp willst, Junge, klau was Wichtiges aus dem alten Lager oder der alten Mine. Wenn die Jungs hier merken, dass du gegen Gomez bist, hast du hier keine Probleme mehr. Und wie stelle ich das an? Du musst ihr Vertrauen gewinnen und dann haust du sie übers Ohr. Ich bin wirklich am Überlegen, weil privat habe ich ja schon mal ein kleines bisschen versucht, Feuermagier zu werden, ne? Bin dann aber mit dem Kern der Räume nicht klar gekommen und hab dann einen Schirchen bekommen sozusagen. Und da wir hier ja eigentlich bei den Wassermagiern auch mitmachen könnten, ja, könnten wir uns überlegen, hier beim neuen Lager anzuheuern. Aber ich möchte halt Diego jetzt auch nicht enttäuschen, der hat sich so für uns eingesetzt. Boah, da bin ich noch sehr am Überlegen, wo wir hinwollen. Hallo, Oryk. Wie sieht's aus? Wie immer. Wir passen auf, dass keiner den Magiern und dem Erz zu nahe kommt. Ah ja, sehr löblich. Was kannst du mir über das Lager erzählen? Pass auf dich auf, während du hier bist. Im Lager sind eine Menge Halsabschneider unterwegs. Es gibt eine Reihe ungeschriebener Gesetze hier. Erstens, nur die Söldner kommen in den Bereich der Magier. Zweitens, wer versucht, an den Erzhaufen ranzukommen, ist ein toter Mann. Drittens, ich würde nicht versuchen, in die Kneipe auf dem See zu gehen. Die gehört nämlich den Banditen und die sehen es nicht gerne, wenn grüne Jungs wie du da aufkreuzen. Okay. Danke für die Info. Wer hat hier das Sagen? Wir Söldner folgen alle Lee. Ja. Er hat den Deal mit den Magiern gemacht. Wir beschützen sie und sie bringen uns hier raus. Also führen die Magier das Lager? Nein, niemand führt das Lager. Die meisten hier sind einfach Männer, die im alten Lager nicht bleiben konnten oder wollten. Hier kocht jeder sein eigenes Süppchen. Die Jungs sind sich nur in einem einig. Besser das ganze Erz auf einen Haufen schütten und in die Luft jagen, als es dem verdammten König in den Rachen zu schieben. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, so oft wie wir ausgeraubt wurden von den Gardisten,
Vor allem meine armen 200 Erzbrocken. Wäre es schon nicht so schlecht, hier anzufangen. Was kannst du mir über das Lager erzählen? Sagen, ich habe Sumpfkraut dabei. Willst du was? Ich habe gar keins dabei. Wo finde ich? Kann er mir sagen, wo dieser einen Magier? Nee, kann er mir nicht sagen. Ich bedanke mich für das Pläuschen. Ja, ich bin schon weg. Danke. Und der Part wäre eigentlich auch schon zu Ende. Kann ich hier rein oder ist das schlecht? Du weißt, wo du hier hinkommst? Wohin? Hier geht es zu Lee, unserem Anführer. Okay. Dann wird das nichts. Ich muss, was muss ich machen, damit ich zu Lee kann? Was muss ich machen, damit er mich zu Lee lässt? Ja. Gar nichts. Das hier ist nicht das alte Lager und Lee ist nicht Gomez. Er braucht keine Armee von Schergen, hinter denen er sich verstecken kann. Er kann sich selber verteidigen. Wir sind nur hier, falls er uns braucht. Okay. Das heißt, ich darf jetzt hier rein? Tatsächlich. Hallo, Herr Lee. Hey du. Geht es Ihnen gut? Du bist der Chef der Söldner, richtig? Du bist der Chef der Söldner, richtig? Das ist richtig, mein Junge. Was sind die Aufgaben eines Söldners der Magier? Was sind die Aufgaben eines Söldners der Magier? Ganz einfach. Beschütze das Erz, beschütze die Magier. Manchmal haben die Magier aber auch eine besondere Aufgabe für einen von uns. Okay. Ich will bei euch mitmachen. Ich will bei euch mitmachen. Du hast Nerven. Denkst du, ich nehme direkt jeden, der hier reinkommt? Erst wenn du einige Zeit hier im Lager bist, kannst du einer von uns werden. Ich werde dich beobachten. Okay. Ciao, ciao. Ich bin wirklich hin und her gerissen, muss ich ganz ehrlich sagen. Lee war schon, also, immer einer meiner Favoritenchefs. Halt! Ja? Niemand darf ohne Parole passieren. Gute Nacht, heißt die Parole. Nicht? Schade. Verlass dich auf jemanden und du bist... Okay. Dann werden wir versuchen, im nächsten Part diesen besagten Typi zu finden, der uns bei Lares vorsprechen lässt. Ich hoffe, das wird was. Und bis dahin bedanke ich mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wenn ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!